Na gut, beginnen wir vom Anfang. Also, ich bin zu Sophie im Jahre 2009, glaube ich, gekommen. Ja? Ja, mit meiner Tochter. Die war in einem Zustand, sehr schlechten Zustand. Die war ganz jung noch, so eine Schöpfung. Und da habe ich meine Tochter mit meiner Frau hierher gebracht und wollte danach nach Hause fahren sofort. Dann habe ich gedacht, ich bleibe noch hier, mache eine Sitzung und dann fahre ich nach Hause. Und bei dieser Sitzung, als noch keine Sitzung da war, bin ich nach unten gegangen in den Saal dort, habe mich hingesetzt, wollte mich umschauen, um das anzuschauen überhaupt. Dann sitze ich und spüre ich, dass meine Leber, in meiner Leber so wie als ob ein Wurm sich durchbohrt. Dann habe ich gedacht, komisch, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt und habe gedacht, das ist etwas Besonderes. Na gut, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich eine Sitzung, dann fahre ich nach Hause. Also habe ich dann eine Sitzung gemacht, habe noch eine Flasche Wasser mitgenommen und nach Hause waren es circa 550 Kilometer. Unterwegs habe ich noch das Wasser getrunken und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich gespürt, das waren circa 6 oder 7 Stunden Fahrt, das waren 11 Uhr abends. Und ich habe mich gefühlt, als ob ich gerade vom Schlaf aufgestanden bin. So frisch habe ich mich gefühlt und bei dieser Sitzung habe ich auch noch zugeschaut oder zugehört einem Mann. Er hat erzählt, dass er zum Beispiel das Handtuch, wo man die Hände abputzt, dass er das nicht gewaschen hat und hat es auf sich hin draufgelegt zu Hause, auf die Brust. Dann habe ich gesagt, ich mache das auch. Und zu Hause war ich alleine, dann habe ich das auch gemacht, habe auf die Brust draufgelegt. Und da habe ich ein Erlebnis gehabt, dass ich auch gedacht habe, das kann. Ist nicht normal. Zum Beispiel eine große Kugel, so gelb oder goldlich, ist von weitem in meinen Kopf so hinein, ich sag mal, geflogen, dass ich aufgewacht bin, so, weißt du, also, ich habe mich erschrocken, habe gedacht, mein Gott, was ist da los? Weil ich noch allein war. Und eigentlich die ganze Nacht habe ich auch so ein Gefühl gehabt, ich habe Angst gehabt, weil ich habe so ein Gefühl gehabt, als ob ich aus meinem Körper irgendwie wie so ausgetreten bin oder ich habe mich irgendwie so wahrgenommen, als ob ich was gesehen habe von mir selber oder sowas war ungefähr. Also, dann am nächsten Tag, ich habe noch an den Händen habe ich so Entzündung gehabt, die Gelenke haben sich entzündet und haben geschmerzt, wenn ich was gemacht habe oder was getragen habe. Und dann am nächsten Tag habe ich meine Weintrauben wollte ich spritzen und habe so einen Behälter in der Hand genommen, so circa 10 Liter und habe gespürt, meine Finger, die haben nicht geschmerzt, als ob es weg alles war. Habe ich auch gedacht, komisch. Ja. Und dann habe ich auch noch Wasser getrunken, da ist noch was geblieben. Und da habe ich gesehen, dass meine Leber, die hat sich irgendwie, die war aufgeschwollen so. Und da habe ich verstanden, dass ich habe schon früher schon, als ich Sport getrieben habe und ich war Sportlehrer, habe studiert, dass ich meine Leber so irgendwie, ich sag mal, überlastet habe. Und wahrscheinlich war das an der Leber und also so ging es dann mir immer besser und besser und das habe ich diese Erfahrungen, ja. Und dann habe ich auch 10 Kilo in circa ein paar Wochen abgenommen. 10 Kilo weg. Und ich hatte so ein Gefühl, dass, als ob ich nicht essen will. So, ich war satt. Das ist das so. Und deswegen, ich weiß nicht, 10 Kilo abgenommen und kein Problem. Und bis heute hält sich so, weil das war damals, als ich hierher gekommen bin, 83, 82, glaube ich. So gehe ich jetzt in das 72, 73
Kilo pro mehr. Also wegen der Salbe, dann ist die Frau gekommen mit der Tochter und haben wir mit Salbe mitgenommen. Dann habe ich noch mit Salbe geschmiert und ich habe festgestellt, zum Beispiel bei mir, wenn ich mich verletzt habe und es hat geschmerzt, habe ich geschmiert, es war sofort weg. Ja. Und bei Verletzungen, wenn es auch geblutet hat, habe ich draufgeschrieben und in ein paar Stunden sogar oder ein paar Tagen war alles sofort weg. Sehr schnell geheilt. So, also mit der Salbe. Und jetzt mache ich auch ab und zu, wenn ich erschöpft bin, dann lege ich mir am Abend ins Bett und dann schmiere ich mich dir an. Schmiere ich da das alles auf. Und eigentlich dann, ich spüre dann, wenn ich 2, 3 Tage mache, dann habe ich besseren Schlaf und dann komme ich irgendwie, wie sagt man, zu mir und fühle ich mich besser. Das ist es. Ja. Ja. Mir. Also, da kann man noch viel erzählen.